zack, 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 zack. Oh Junge, willkommen zurück bei Mickey Epic 2 und dem Typen, der eine Wand fotografieren möchte. Hallo, bitte aufhören. Oh! Kann ich den so fotografieren? Ach du Scha... nein. Okay. Aber den kann ich bestimmt fotografieren. Egal, will ich gar nicht. Wo will ich hin? Ich will nicht hier hin. Die Feuerwerkskörper da oben. Die riesige Hand scheint sich oben festzuhalten. Diese Hand muss von irgendwoher Energie bekommen. Ja, da ist was dran. Also würde man sagen, steigen wir der ganzen Geschichte hier mal aufs Dach, oder mal mit dem Phantomtronic sich anzulegen, das bringt sowieso nichts. Da brauchen wir gar nicht unsere Energie rein verschwenden. Den ignoriere ich jetzt einfach mal, soweit es möglich ist. Und male einfach alles an, so wie es geht. Das Problem ist, der Typ wird alles wieder verdünnen, was ich anmale, oder? Naja. So ist das eben. Gucke mal. Aha. Das ist wirklich unhöflich, Gas. Unhöflich ist auch, dass Oswald nicht beikommt. Oswald, du sollst nicht kämpfen. Es ist mir egal, was der da macht. Komm bitte her. Ich brauch dich. Hier. Es war relativ dringend. Der verdünnt nämlich den Scheiß hier ständig. Ich möchte aber ganz gerne, dass du es... Warte mal, hier ist noch was. Hier ist noch was. Ossi. Dann mach es. Ja. Sehr schön. Na? Geht's dir jetzt besser? No. Das hatte ich gehofft. Au, hey, britzel doch nicht mich an. Gut gemacht. Damit müssen sich ein paar alte Festwagenteile gelockert haben. Haha, hier ist the problem. Zu wenig Festwagen halten Teile. Unentdeckt? Was ist denn? Warum sollte ich denn? Oh. Da unten ist eine unsichtbare Tinte. Ja, ich erinnere mich an diesen Abschnitt. So. Da kann er noch nichts machen. Oh. Ich habe das Gefühl, der ist auch nicht gerade freundlich. Wisst ihr, was jetzt richtig schön wäre? So. Pff, was ist aber auch was ganz Abstraktes? Energie wäre ganz nett. Dass ich nicht sofort drauf gehe hier. Na gut. Jetzt sitzen wir ganz schön in der unsichtbaren Tinte, du. Sehe ich das richtig, dass durch Springen und Saltis machen, Saltis, ja, Saltos oder Salti machen, die unsichtbare Tinte nicht aufhört oder abgeht? Ich finde das durchaus interessant. Aber selbst wenn ich jetzt einen Sprung mache, das nützt mir ja gar nichts. Außerdem ist Oswald nicht unsichtbar, sehe ich gerade. Dieses verflixte Auge hat uns die Tür vor der Nase zugeknallt. Wie unhöflich. So eine Sauerei. Jetzt bin ich auch nicht mehr unsichtbar. Ossi. Komm mal her. Shit. Ossi, komm nochmal her. Ja, perfekt. Wahoo! Wenn du zu diesem Fenster hochklettern willst, musst du unentdeckt bleiben. Das sagst du so einfach in deinem jugendlichen Leichtsinn, Gas. Ah, sieh mal da an. Gut. Dann versuchen wir mal unentdeckt zu bleiben. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Ja. Aber ich will nicht immer schleichen müssen. Das ist doch kein Stealth-Game.
Ah, das war ein bisschen zu früh. Tja, Pech gehabt. Ja, ich glaube, das war's. Oder gibt's hier... Ach Mann, weil das ist so die Sache. Das ist ein Abschnitt. Zum einen glaube ich, da habe ich mich damals im Let's Play wesentlich... Alter! Hat die Tür mich zerquetscht? Und Oswald steht daneben und belebt mich nicht wieder. Toll, da hat die es schon geschafft. Aber es ist auch gar nicht schlimm, weil wenn ich es einmal geschafft habe, schaffe ich es wieder. Das ist nicht das Thema. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ich will wissen, ob hier noch was ist. Das ist mir jetzt für den Moment tatsächlich mal wichtiger. Oswald, programmierst du ihn bitte um? Oder ist der immer noch umprogrammiert? Ja, guck mal. Oh, wie schön. Weil hier hat zum Beispiel etwas zum Verdünnen. Guck mal, dann gucken wir uns nämlich lieber erstmal um, ob wir hier noch ein paar Sachen haben. Ein bisschen Stickstoff. Okay, Entschuldigung. Ansonsten. Ich glaube, der Mini-Festwagen versorgt die Hand da oben mit Energie. Ein Mini-Festwagen? Aha. Kann ich damit irgendwas machen? Das ist jetzt nämlich die Frage. Hallöchen, du bist immer noch lieb? Das ist doch die Hauptsache. Hier, Oswald, ich male dir ein Herz. Oswald, ich male dir kein Herz. Hier ist das mehr ein Karo. Naja. Ah, na sieh mal einer an. Wer hätte damit gerechnet? Und das gute alte Peak. Oder wie wir damals gesagt haben, ich weiß nicht, ist dieser Ausdruck dafür wirklich eigentlich weit verbreitet? In meiner Kindheit haben wir dazu immer Schippe gesagt. Nicht Peak, sondern Schippe. Weil es ein bisschen aussieht wie eine Schippe. Aber ist das auch eine offizielle Bezeichnung dafür? Das habe ich eigentlich schon immer gefragt und habe nie nachgeschaut. Weil in meiner Kindheit haben wir immer Schippe gesagt. Und später hieß es dann nur noch Peak. Und ich habe mich immer gewundert, warum. Also aus meiner Kindheit kenne ich es als Schippe. Boah, Schippe. Ja. Gast, es interessiert mich nicht die Bohne. Ich will jetzt erstmal hier oben gucken, was es so alles gibt. Ja, scheiße, zu früh. Au. Tja, ist das nicht toll? Irgendwie habe ich sogar überlebt. Ist das nicht toll? Ich hätte das Ganze jetzt schon nach ein paar Minuten gehabt, aber stattdessen entscheide ich mich jetzt hier wieder Mist zu machen. Ja, weißt du, Gas? Unentdeckt ist was für Weicheier. So eine Scheiße aber auch. Ich will darüber. Ossi, komm her. Ossi, komm her. Das habe ich nicht gegen... Ja. Aber das geht so nicht. Ha, halt! Irgendwas ist hier erschienen. Was ist hier erschienen? Warum ist es erschienen? Und womit hängt das zusammen? Oswald, machst du das bitte nochmal? Das hatte nichts mit ihm hier zu tun. Oswald? Halt! Hier! Der will mich werfen, okay. Okay.
Das Fleisch ist willig, aber... Nee, irgendwie nicht. Oswald. Der Oswald ist halt nicht willig. Er kommt her? Na, wer wichtig halt. Was soll denn das bringen? Das bringt überhaupt nichts an dieser Stelle. Ich gehe nochmal hier an die Wand. Meine mich zu erinnern, dass ich damals was hochgejagt habe. Und hier ist ja auch das Dynamit-Symbol. Wie ist das denn damals erschienen? Oswald will mich hier werfen? Kannst du mich hier hochwerfen? Da oben ist was. Tatsache. Aber da komme ich doch niemals hin. Das geht wahrscheinlich nur über die Hand. Warte mal, kann ich das hier verdünnen? Nee. Das ist soweit. Hier, ich kann nur das anmalen bzw. verdünnen. Kann ich den Wagen? Ah, sieh mal leider an. Sind jetzt in Reichweite. Kümmer dich darum, Oswald. Wo sind sie? Wo sind sie? Hä? Ach, da sind sie. Ich habe es gar nicht gesehen. Muss ich die wirklich hier anzünden? Oh, oh. Gute Güte, was für ein Knall. Das Haus da drüben hat ganz schön was abbekommen. Mein Haus. Wenn wir die Feuerwerkskörper auch noch was abbekommen, können wir kurz einen Prozess mit diesem Ding machen. Das Haus hat was abbekommen, ja, aber... Wenn wir die Feuerwerkskörper auf das Dach bekommen. Wo sind denn jetzt noch Feuerwerkskörper? Aber das... Schau mal, jetzt! Jetzt kann er mich hochwerfen. Ah! Sieh mal an. Ich wusste doch, dass ich damals irgendwas mit der Hand gemacht habe. Ah. Okay, oh, guck mal, eine rote Nase. Ah, guck mal, ein Oswald, der nicht hier ist. Oswald, du bist nicht hier. Oswald, du Stinketier. Da bist du. Komm her, mein Freund. Komm her, mein selten nutzloser Hase. Ja, flatter zu Boden und komm bitte her. Du hast es kapiert, was ich von dir will. Oh, Aufwinde. Hey, endlich mal wieder ein bisschen Pilot Wings 64 Action. Bitte? Also meinen Verdünner kann ich darin schon mal nicht nutzen. Ich sehe überhaupt nichts. So. Es ist nicht nett, wenn man nichts sieht. Okay, das ist schon mal nicht zu verdünnen. Siehst du diese Tafel? Oswald, an die Arbeit! Oswald, an die Arbeit! Komm, weiß, wie man das macht. Wisse, wie man dies macht, Oswald. Es ist schließlich die Macht der Zwei. Aha, die Hand oben auf dem Festwagen hat die Feuerwerkskörper fallen lassen. Wenn wir die Feuerwerkskörper zünden, müsste der Weg nach drinnen frei werden. Sieh mal einer an. Ja. Das ist ein alternativer Weg. Ein sehr zerstörerischer alternativer Weg. Jetzt muss ich sie nur noch irgendwie verschieben können. Das konnte ich doch sonst mit A. Ich muss sie doch nicht an der Stelle. Also muss man doch von hier das in die Luft jagen. Gut. Ich meine, es hatte ja schon Risse, aber...
Das sieht ziemlich verdünnerig aus, wenn du mich fragst. Weißt du, jetzt bin ich so weit gekommen und jetzt ist hier Verdünner? Was? Und an diesen Verdünnernebel erinnere ich mich überhaupt, weil so Gas steht da so davor. Wie, ja, das macht mir gar nichts. Toll. Wie komme ich da jetzt durch? Und was mache ich jetzt? Ich komme ja da schlecht... Komme ich da eventuell mit der unsichtbaren Tinte rein? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass ich da mit der unsichtbaren Tinte reinkomme. Ich meine, Versuch ist es wert. Aber bräuchten wir dafür nicht eher... diese goldene da? Aber wie... diese goldene Tinte, ne? Ich müsste quasi zu Metal Mario werden. Ja, ich hab's gewusst. Scheiße. Oh Gott, wenn ich mich nochmal verdünnen lasse, dann war's das für mich. Tja, Leute. Jetzt habe ich doch nochmal kurz geguckt, was ich damals gemacht habe. Damals habe ich hier tatsächlich alles verdünnt. Das wusste ich gar nicht mehr, dass das das bewirkt hat. Das ist mir irgendwie komplett entfallen. Dann kommt hier nämlich die goldene Tinte raus und dann können wir das machen. Aber das ist ganz schön... Gas, warum bist du auf einmal da? Gefällt es dir im Sprühnebel nicht mehr? Ah, das ist mir komplett entfallen, dass ich da die Dinger verdünnen musste, damit da die goldene Tinte kommt. Verrückt. Egal. Wir haben etwas, womit wir hier durchkommen. Das ist die Hauptsache. Tja, Oswald, du nicht. Na gut, ich will ja mal nicht so sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich Prescott's Arena irgendwie betreten will, aber... naja. Gehen wir mal da rein, oder? Tja, zwei Projektoren freigeschaltet. Wer weiß, was es uns bringt. Das hab ich echt nicht mehr gewusst, dass ich das alles verdünnen musste. Eben nochmal nachgeschaut, aber das kann doch nicht sein, dass ich nicht an diesem Sprühnebel, an diesem Verdünnernebel vorbeikomme. Und dann geguckt, wie ich das damals gemacht habe. Da habe ich einfach die ganzen Sachen verdünnt und yo. Auch da habe ich mir jetzt den Kontext nicht angeschaut, woher ich das damals wusste. Keine Ahnung. Das werde ich wahrscheinlich vorher irgendwie gesehen haben, dass da was Goldenes rauskommt, wenn ich vorher den ganzen Müll verdünnt habe. Müll, ja, die schönen Blumen. Und ich nenne sie einfach Müll. Aber egal. Ja, ich greife so ein bisschen zu Hilfsmittelchen, weil es erschließt sich einem in diesem Spiel nicht immer sofort alles. Das ist mein zweiter Playthrough. Von daher, ich habe ja eh alles vergessen. Ich habe ja wirklich von diesem Spiel alles vergessen. Das ist schrecklich. Dafür, glaube ich, sind wir damals nicht so leicht auf das Dach gekommen, wo der zweite Projektor war. Und der würde mich ja auch mal so ein bisschen reizen. Aber wir haben ja noch Schnellreise voller Schnellscheiße hierher, denke ich. Und von daher können wir den anderen Projektor mit Sicherheit bei Gelegenheit auch mal betreten. Nee, so nicht. Hier geht's durch, oder? Hey Mickey, du weißt, wie man das macht. Hier geht's nicht durch. Aber hier geht's durch. Ah, okay, ich muss alles kaputt machen. So wie ich ein Stiefstoffs Zahnrad kaputt gemacht habe. Das wiederum habe ich nicht vergessen. Dass ich ein Stiefstoffs Zahnrad kaputt gemacht habe. Okay. Ich glaube, das soll es gewesen sein. Für zunächst einmal. Wo sind wir hier? Prescott, lass sofort die Spielchen. Warum hast du die Projektoren sabotiert? Warum? Weil ich tun und lassen kann, was ich will. Meine Genialität war in der Spaßfabrik verschwendet. Ihr wolltet ja nicht mal was von meinem Plan hören, die Projektoren aufzurüsten. Mit dem Pinsel wird mich niemand mehr von oben herab behandeln. Seht her, meine... Ah!
Oh ja, Mickey, das sagen sie alle. Nein! Ah, oh, Gott! Ah! Und! Jetzt erledige mich noch schnell, komm. Ich muss sogar die Feuerbälle reinspringen, damit sie mich erwischen. Ark! Kanonen abfeuern, ihr jämmerlichen Kakerlaken! Ah! Oh, er hat mich gerettet. Okay, wisst ihr was? Fuck that shit, I'm out of here. Oh, geht nicht. Ich will dich nur begrüßen. Ja, Leute, diesen Kampf würde ich mir ganz gerne für den nächsten Part aufheben. Das ist eine ganz, ganz großartige Geschichte, die hier stattfindet. Ihr habt jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Prescott in Höchstform. Und was der Kerl so alles drauf hat, das seht ihr im nächsten Part.